Dein Statement zum heutigen Tag? Wenn du den Kopf aus tief hältst, dann kann ich auch noch Titel abgeben. Ja, hier ist super, das Wetter ist top und das Essen war super, wie man sieht. Ich habe mich gut gefühlt dabei. Und ich werde jetzt noch ein bisschen für die Tour de Willingen trainieren, weil unsere Fans nicht daran glauben, dass ich das gewinnen kann. Deswegen werde ich mich jetzt nochmal ausprobieren. Echt, haben die alle für die anderen gestimmt, nicht ja, für Mokka? Die haben schon viel für Pütlich gestimmt, habe ich gesehen. Ja, aber wenn ich jetzt die Oberschenkelmuskulatur angucke, dann... Ja, nach Sympathien bin ich natürlich Letzter geworden. Wie hast du jetzt gesagt, wenn du musst mal. Was machst du denn jetzt? Du kannst auch ruhig laufen. Ein kleines. Ah, die läuft gerade. Sag doch. Nein. Die läuft nicht, das scheint nur so. Ja, sicher. Sieht nur so aus. So, komm. Einen für dich und einen für mich. Lauf direkt, du Arsch! Ich war auf die Wimper. Was kannst du eigentlich? Nein, war aber drin. Hey, große Runde rückwärts laufen. Sorry, auf gar keinen Fall, wir gehen auch immer. Ja, ne, war kein Schnell. Los geht's. Wir nehmen die drei Dummies mit. Dann gucken wir mal. Ja, da ist ja, ne? Ja, Ich meine, das erste Mal, wieder eine Phase bekommt und große Runde. Lauf langsam, das passiert nichts. Ja, ja, nee, passiert nichts. Da ist dieselbe Station. 3, 3.
Und hier wieder schnelle Sprünge, reaktiv weg, möglichst hoch wegspringen. Das ist hier halt. Auf drei Durchgänge, ganz ruhig, die Pausen dazwischen. Okay. Versucht insgesamt mal weniger auf den Boden zu gucken, euch groß zu machen. Noch zwei. Drei. Halten, Gott! Komm, Junge! Ja! 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 Ja, hier wird auch gearbeitet, ne? Hier wird nicht nur in der Sonne gelegen, sondern das war nur eine kurze Aufnahme. Der Rest wird hier hart gearbeitet, wie du siehst, ne? Bleibt stabil in der Hüfte. Ich hab auch mal von Mocker erwartet, dass er links runterkommt. Hier muss man ja alles mundgerecht servieren, weißt du? Schmeckt, Männer? Super. Guten Hunger euch. Dankeschön. Hunger. Kilian, gegen 8 Uhr ungefähr geht die neue Folge Zusammen aus dem Tal los. Da geht's. Hauptsächlich habe ich gerade gehört um dich. Schon rote Leuchte, sagen, ne? Ja, das ist ja bewusst. Deswegen habe ich ihn ja mit Kilian angesprochen. Ja, kannst du dir vorstellen, was da vielleicht gefilmt worden ist? Wie zum Beispiel, wenn du so weitermachst, lass dich rausschmeißen? Ist auf Kamera drauf? Wie meinen die Leute das? Kannst du das dir erklären? Es bleibt ein Geheimnis. Bekannte Fragen, weißt du? Aber weiter, ne? Wieso hast du weiße Joma schon, keine blauen? Ich gehöre ab jetzt zum Trainerteam. Ja? Die haben mich dafür entschieden, sportlich nicht mehr zu agieren für den WSV. Also wie immer eigentlich. Das macht keinen Sinn mehr. Und dann so ein Saric neben mir, das ist einfach zu unterschiedlich, das Level, was wir beide haben. Und deswegen bin ich jetzt im Trainerstab. Ich bin dafür da, die Bälle aufzupumpen, einzufetten und manchmal darf ich sie auch wegschießen. Top. Lukas, du möchtest einfach nur in Ruhe essen, ne? Gehe ich von aus. Sebastian? Wie bitte?
Jetzt gleich geht die neue Folge Zusammen aus dem Tal online. Was geht online? Die Folge Zusammen aus dem Tal. Ja. Da geht es unter anderem um Kevin Kilian Mbappé Pütlik. Ja. Und er meint jetzt, er weiß nicht, wieso, das wären Gerüchte und so. Kannst du da irgendwas, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Ich sag mal so, ich wollte im Sommer Gespräche führen und wurde an ihn abgeleitet. Ich habe dann mit ihm quasi Gespräche geführt, wie meine persönliche Zukunft hier beim BSV aussieht und dann hat er mit ihm geklärt. Gibt es denn hier auch schon Spieler, die schon einen Brief an den Vorstand geschrieben haben, wie in Paris, oder sind wir hier so nicht so weit? Ich glaube, Kian hat das an den Vorstand weitergeleitet, um die Bedürfnisse der Spieler dann auch als Ausdruck zu bringen. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, was da jetzt gleich gefilmt wird. Kannst du dir vielleicht vorstellen, woher der Name Peitsche kommt? Möchtest du da die Tage mal was zu erzählen? Ich kann dir das heute nicht erklären, wo das ist. Ja. Wie findest du den Namen denn? Möchtest du, dass die Fans vom WSV dich in Zukunft Peitsche nennen und dich anpeitschen? Das ja, aber nicht Peitsche nennen. Oder okay. Grinch-Level von 1 bis 10, 10. Dann lieber 10? Ja, Kissen. Hier, komm. Peitsche, ja, mach ich. Wir haben gehört, du lässt die Haare vom Merch schneiden, ne? Wann, genau. Wann ist da der Termin angesagt? Das kommt ein bisschen auf den damit das Kamerateam da auf Merch. Merch. Wann ist es soweit, den Peitsche die Haare zu schneiden? Jetzt gleich? Also langsam wäre. Ja? Bist du ready? Der ist wachsam, der Mist. Kurz für dich? Kurz für dich. Unsere Fans kennen dich ja noch nicht, du kommst aus Aachen. Erstes Spiel direkt am Tivoli, freust du dich? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Nur ganz kleines bisschen? Hier beim WSV, die ersten Tage Trainingslager sind vorbei. Wie fühlst du dich? Genau. Gut. Für mich gut. Sehr gute Eindrücke von den Jungs bekommen natürlich in die ersten Tage. Und ich freue mich hier zu sein. Haben die Jungs das Spiel aufgenommen? Absolut, absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich die Jungs schon viel länger kenne, sodass ich immer ein gutes Gefühl, ein gutes zeigen. Jeff, schmeckt der Salat? Jeff, der Charlie, der hat ja schon mal was höher gespielt. Ist das so ein Spieler, wo du dir noch was von abgucken willst, auch gerade weil der auch ein Offensivspieler ist? Auf jeden Fall. Ja? Er ist schon 18 Jahre ein Profi. Ich bin 18 Jahre alt. Du hast aber mit 18 nicht gelernt, dass man mit vollem Mund nicht spricht? Ja, doch, doch. Okay, ich frag mal. Man sprichst du noch einfach an. Weißt du? Also ich weiß nicht, ob du ohne Schämen. Soll ich jetzt die Leute warten lassen? Nein, das macht man nicht. Ja, ich denke, er hat schon viel Erfahrung, wo ich mir auf jeden Fall einiges noch abgucken kann. Ja? Ja, er hat schon den Weg gemacht, wo ich noch irgendwie hin will. Und deswegen. Das ist ja schon einiges, was ich gucken kann. Hilfst du ihm dabei? Null. Hilfst du ihm nicht? Nee, absolut. Ja. Deswegen bin ich auch hierhin gewechselt. Junge Spieler so ein bisschen. Genau, fühlen. Genau, absolut. Absolut. Hallo Damian. Hallo, guten Tag. Na, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Ja? Ich fühle mich auch sehr gut. Das freut mich. Das freut mich zu hören. Also wenn ich dich sehe, ich fühle mich top. Bist du einer von wenigen, der das sagt, aber danke Damian. Immerhin einer. Gerne. Oder zwei. Phil, oh, ein bisschen nach dich noch, ne? Hier. Ja, ich bin nicht für mich. Aber mit so einem Tor, aber mit so einem Tor wie heute, dann da, hat er verdient. Linke Kleber hast du gesehen heute? Ich habe nicht gesehen, nein. Ich habe echt nicht gesehen. Schade. Auch an euch beide herzlich willkommen am BSV. Dankeschön. Paul, du kommst aus Bochum, da hatten wir die Tage auch schon mal ganz kurz angeschickt. Und wie fühlst du dich so die ersten Tage? Alles gut überlaufen? Ja, ne? Ist gut gelaufen, soweit. Macht Spaß mit den Jungs. Mit Grabo zufrieden auch, macht er gut, ja, ne? Schuss wie ein Pferd, ne? Das ist schon anstrengend. Schuss wie ein Pferd, wie du sagst. Aber es macht auch Spaß. Ja, du bist A-Jung frisch dazugekommen. Du warst auf mich schon quasi. Wir kennen dich ja alle schon ein halbes Jahr. Du gehörst ja schon quasi dazu. Sag mal ehrlich dazu. Hast du schon mal so ein super Zeug gehabt wie Mokka, oder? Nee. Mokka ist fehlerfrei, oder? Mokka ist stabil. Und du schneidest dem Peitsche gleich die Haare? Ja. Und dem Patzler vielleicht? Auch, ne? Haben wir gehört. Ich glaube, je nachdem, wie gut das bei Peitz wird. Patze? Wenn die Haare von Peitz gut werden, lässt du dir von Matt auch die Haare schneiden? Ja. Schon Glück. Und wenn es schlecht wird, dann. Dann ich. Tama. Hallo, Tama. Hallo. Okay, Kilian. Kilian hat gesprochen. Leute, ich muss leider aufhören. Da habt ihr gemerkt, das ist Kilian Mbappé. Jetzt haben wir 45 schon Video. Nein, nein, so, warte, du musst jetzt so machen. Aber ich sehe ja. Oder ich mach so. Du fragst so. Ich will auf kurz. Nein, ja. Kurz so. Herzlich willkommen beim WSV. Abko. Wie geht's dir?
entspannen. Entspannen. Was trinkst du? Wasser. Wasser. Mit Limette oder ohne? Tag 2 in Trainingslager Willingen. Was geht ab, Freunde? Nein, das kommt nicht, Bruder. Du musst so machen. Auf dich. So, diese Hand und dann musst du okay. Zusetzen. Mach mir Whisker Wasser aus. Bist du bereit? Du redest. Ja. Boah, der kam gut, das sah gut aus. Tag 2 im Trainingslager. Wie geht's? Entspannt, wie geht's dir? Top. Wieder FIFA? Oh, sie schlagen uns gut. Ja. Dritter Draftsieg oder vierter sogar schon, ne? Vierter. Super. Wenn Phil nicht spielt, ist immer gut. Dann haben wir gute Chancen. Bin ich gut? Was? Ja, ich weiß nicht, also wirklich nicht, wie lange der kann. Sonst. Mert, wie viel nimmst du die Stunde? Fragen hier Leute. Ja. Oder pro Haarstadt, er gesagt. Wartet mal, schreibt mal rein. Jetzt überlege ich mir am Ende, was er dafür kriegt. Also aktuell so würde ich 2,50 zahlen. Der ist schon top. Da geht doch gar nicht runter. Aber so schlecht ist es nicht, ne? Der hat schon vorgeschnitten. Guck mal, bei ihm hat der selber geschnitten. Der hat doch bei ihm, Mert hat sich selber gemacht. Setzt du gleich auch noch Handy an? Nein. Aber guck mal. Wollen die Leute gleich noch Leon Schwer sehen hier? Absolut nicht. Schaut mal in den Chat Jahre rein. Ja, das sieht so aus, als müsste er auf jeden Fall auch noch mal. Fährt das jetzt nicht live, ne? Das ist alle mal reinschauen. Mokka ist uns noch eine Komplettrasur schuldig, schreibt hier der Bonner SC. Aber nur vom Bad. Wenn der Bonner SC in der Regionalliga West zurück ist, dann. Ich hab gehört, die haben jetzt einen Torschützen, einen Torjäger vorne verpflichtet, der knallt die wieder hoch. Wer ist der? Wie ist der denn nochmal? Weiß nicht, ich glaube Bobo, der hat neuen Spitznamen, Bobo. Bobo? Bonner Bomber. Bonner Bomber Königs. Aber falls wir gerade einmal hier sitzen, es gibt ja auch Fragen. Roman. Ja, ich glaube, der gute Roman, ich weiß nicht, ob er es sieht. Dann ja, schöne Grüße an dich, mein Lieber. Aber ich glaube, der kam ursprünglich von ihm. Wir saßen, glaube ich, mal bei einer Runde Karten oder so zusammen. Sicher. Und dabei ist das, dabei ist der Wizard. Genau, wir haben Wizard gespielt. Und dabei ist der Spitzname, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber dabei ist er irgendwie zustande gekommen. Der hat sich dann irgendwie eingebrannt. Wie geht's der Mannschaft, fragt ja einer falls. Oh, ich glaube, der Mannschaft könnte es nicht besser gehen. Also, Training ist super. Nicht zu hohe Belastung, oder Jungs? Charlie, habe ich jetzt Belastung gefragt. Kannst du vielleicht kurz noch was sagen? Wir haben ja ein Ziel vor Augen, ne? Samstag ist Mannschaftsabend. Das ist es. Da wird vielleicht die eine oder andere Spezie noch zusammen getrunken. Da wie Tag. Warte gerade, bitte ohne Übergang. Ohne? Ich sag, mit der besten Frisur. Ich wollte gerade sagen, habe ich die gleiche Frisur wie der. Das ist Friedrich. Du sagst, sieht aus wie Topschiff. Marco König sieht zu. Oh, König ist gerade reingekommen. Oh, Achi. Bobo. Dorim hat mehr Brusthaare als Beizhaare. Bobo ist im Chat. Ja, Mert, eigentlich kannst du in der Kabine jeden die Haare schneiden. Gibt's noch Geld dafür, Alter. Geht das nicht? Nebenjob. Piros, oder? Für jeden Zehner? Habt ihr mich da markiert eigentlich? Nein. Was für jeden Zehner? Abfall. Findest du gut bis jetzt? Bobo hat Herz gemacht. Sieht gut aus. Oder Phil, was sagst du dazu? Was denn? Sieht gut aus. Ich gucke mir auf den Chat. Alle gemeinsam nach Aachen. Na, wie das? Genau so. Sebastian, ich hab blauen Haken, jetzt bei Instagram. Nach 2 Sekunden. Inter hat geschrieben, Sebastian machen wie Grabo. Sag mal, ihr fragt einer, wann. Wir machen unser Ding und gucken von Spiel zu Spiel. So, Fragen bitte an die zwei Jungs hier oder an die anderen. Die Jungs, hier schreibt BoboX78, Jungs, die Fans hinter euch, ich hoffe, wir steigen auf. Das ist eine Top-Nachricht. Michael Peitz sagt danke. Das ist das Peitz. Der Vater? Hallo Herr Peitz, grüß dich. Heißt der Mika oder Michael? Ne, Michael. Oh Phil, jetzt schreibt jemand, ich hoffe, du schlägst einen wie eine Bombe. Hoffe ich auch. Ja, das wird er. Hier fragt jemand nach dem Gehalt. Gehalt, Fragezeichen, was heißt das? 600 Euro Peitz. Und Phil? Ich spiele ehrenamtlich beim WSV. Genau wie ich. Ich nicht. Frage ist, glaubt ihr an den Aufstieg? 100%. Natürlich glauben wir an den Aufstieg.